Moin und herzlich willkommen zurück zu ARK Let's Play Storytime. Digga, was laber ich eigentlich? Moin und willkommen zurück zu Let's Play ARK, ARK Storytime, wie auch immer ihr das nennen wollt. Wir machen heute folgendes. Nico der Profi war wieder fleißig und hat sich mal ein kleines Plänchen zurechtgelegt. Die letzten zwei Folgen waren nicht ganz so produktiv, deswegen machen wir heute ein bisschen mehr und zwar folgendes. Heute werden wir uns auf jeden Fall einen Terrazino zähmen, den brauchen wir auf jeden Fall, damit wir seltene Blumen farmen können. Und außerdem werden wir uns Rexe zähmen, weibliche Rexe und einen männlichen. Wir brauchen Eier für Kibbel. Deshalb werde ich mir mal die Flinte rausnehmen, beziehungsweise die Betäubungsmunition. Ach, habe ich schon dabei. Wunderbar. Aber vorher müssen wir noch was anderes machen. Also ich habe jetzt die Flinte dabei, ich habe die Betäubungsmunition dabei, ich habe Mage-Bären dabei. Prime Meat nehmen wir uns mal aus Sandra S. raus. Die hat ja einiges an Prime Meat schon für uns rausgeholt aus dem Redwood. Und dann haben wir noch Folgendes zu erledigen. Und zwar habt ihr entschieden, welchen Tech-Para wir behalten. Und es war ganz, ganz knapp, die Entscheidung für den Schwarzen hier. Das heißt, wir werden den bläulichen jetzt mal nehmen und schmeißen den einfach mal hier in den Sumpf. Wir werden dann schon irgendwann eine Benachrichtigung bekommen, dass es ihn nicht mehr gibt. Schade. Und wie fühlt sich das so an als einer von denjenigen, die abgestimmt haben? Ihr seid jetzt Mörder. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass dieses Prachtexemplar von einem Tech-Para leben bleibt. Es ist ein männlicher und wir brauchen jetzt einen Namen, der natürlich zu Günther passt. Gerne einen weiblichen, damit wir das auch wirklich komplett haben. Die werden dann wunderschöne Tech-Para-Babys für uns machen, die wir noch züchten werden wahrscheinlich in der Serie. Das ist aber erstmal für heute so der Plan und es ist auch völlig egal, welches Level die heute alle haben. Terzi brauchen wir nur zum... Was sollte der Leck jetzt hier? Entschuldigen Sie bitte. Terzi brauchen wir auf jeden Fall nur, um seltene Blumen zu farmen und die Rexe für die Eierproduktion, damit wir Kibbel machen können. Und das Kibbel brauchen wir dann, um richtige Rexe zu zähmen. Hier unten haben wir doch schon ein Terrazino. Level 10. Es ist halt einfach lächerlich. Es macht da weiter, wo es aufgehört hat, das Spiel. Level 10 ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu low. Also das Level ist im Prinzip schon egal, aber Level 10 ist dann doch noch ein bisschen zu wenig. Ich meine, da kommt irgendwas an und wir sind instant down. Da lohnt sich das Zähmen gar nicht. So, und weil es auch in den Folgen vorangehen soll, habe ich mal eine Mod runtergeladen. Und zwar ist es eine Mod, mit der man die komplette Karte durchforsten kann. Und dann bekommt man eben alle Dinos angezeigt, die es so auf der Karte gibt, in einer gewissen Range von einem Level. Und hier können wir eben alles Mögliche suchen. Und wir hauen jetzt einfach mal den Terrazino rein und suchen einfach mal direkt. Und so wird uns dann angezeigt, wo wir eventuell welche finden können. Und ich glaube, wir können die sogar anklicken und dann können wir da direkt hinfliegen. Das machen wir einfach auch mal. Kann man natürlich jetzt davon halten, was man möchte, aber ist mir jetzt auch relativ lag, weil ich einfach auch vorankommen möchte in dem ganzen Spiel, um euch dann eben zu unterhalten. Ich glaube, die letzten zwei Folgen haben sich ein bisschen im Kreis gedreht und das soll diesmal auf jeden Fall nicht so sein. Und so bekommen wir dann auch vielleicht mal die Dinos, die wir brauchen, um den Bossfight zu machen, denn das möchte ich eigentlich bis Folge 12 gemacht haben. So zumindest der Plan. Vielleicht auch Folge 13. Schauen wir mal, aber dann haben wir zumindest die Brutmutter mal weggekloppt und dann kann es nämlich auch weitergehen. So, da ist er auch schon. Das Gute ist, dass er hier an der Klippe steht. Das heißt, wir könnten ihn sogar von hier oben einfach versuchen zu legen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier noch ein Alpha-Raptor irgendwo rumrennt. Kriegen wir aber schon alles hin. Wir könnten jetzt natürlich eines der 10 Gehege bauen, was ich auch schon mal in einem Video gezeigt habe. Brauchen wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht, wenn wir ihn hier vorne hinlocken können. Ist eigentlich ideal. Verschwenden wir auch nicht noch mehr Zeit und kommen, wie gesagt, ein bisschen voran. Ich habe mich jetzt übrigens auch dazu entschieden, die Mod einfach zu benutzen, um mal zu gucken, ob es überhaupt Sinn macht, so über die Map zu fliegen und etwas zu suchen. Und ich muss tatsächlich sagen, nein. Denn wenn ich nach einem Rex suche, gibt es aktuell auf der Map einen Level 135er Rex, das ist ein Weibchen, und einen Level 125er Rex, das müsste ein Männchen sein. Das sind die höchsten Level, die es aktuell auf der gesamten Karte gibt. Das heißt, ich kann mir hier wirklich einen Wolf suchen oder muss halt elendig lange sehr, sehr viele Dinos umlegen, bis mal Rexe nachspawnen, die dann eventuell dem Level entsprechen, was wir hier bräuchten. Liegt natürlich daran, dass ich im Singleplayer spiele, weil auf dem Server beispielsweise würde sich das ja ständig ändern, da die Dinos ja dann auch aktiv sind, wenn ich nicht auf dem Server bin und so würden ja andauernd Dinos auch sterben und nachkommen. Und so passiert es dann, dass es auch häufiger mal Tiere gibt, die einem hohen Level entsprechen. Ist bei mir leider nicht der Fall. Das sollte jetzt aber auch zu dem Thema gewesen sein. Möchte dann nicht in jedem Video jetzt was zu sagen. Können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass wir das bei ARK Storytime so handhaben. Vor allem in Situationen, wo wir eben diese Tiere für die Bosse brauchen und es einfach gar keinen Sinn macht, umherzuirren. Denn das ist es ja nun mal. Der Terrazino läuft gerade sehr, sehr weit weg. Ist auch heftig, dass da so ein Tracker drin ist. Also
Also die Mod ist schon heftig OP, kann man nicht anders sagen. Was macht denn der Terrazino jetzt so weit hinten? Geht er jetzt um? Oh, er rennt weiter weg. Wo ist mein AG? Da oben. Also hier war vorhin auf jeden Fall der Alpha, ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Terrazino wieder auf der Flucht. Er ist also kurz davor umzufallen. Hätte ich ihn vielleicht doch in eine Falle locken sollen? Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch genug Munition dabei haben, um auch die Rexe zu zähmen. Denn das werden wir, glaube ich, jetzt gleich in der Folge auch noch machen. Weil ich festgestellt habe, ich brauche gar keinen Kibbel. Die kriegen eh nur ein Level mehr, wenn sie jetzt mit Kibbel zähmen würde. Also ist es halt völlig egal. Ja, komm, gib um. Jawohl. So, einmal kurz die Schildkröte gerettet. Wir müssen uns ja auch noch 2 Stück zähmen und Kinder machen, damit wir das Gleichgewicht wiederherstellen. So, das ist der schöne Terrazino, weiblich sogar. Das ist sogar sehr gut. Für Eier, für Kibbel. Bisschen Narkosemittel, bisschen Mecho-Bären und dann sollte das doch auch ganz gut klar gehen. Laut Dododex 20 Minuten und irgendwie 24 Narkose oder sowas. Ich flieg einmal kurz in die Base und werde jetzt schon mal einen Sattel für den Rex machen, damit wir da als nächstes hinfliegen können und dann kommen wir einmal nochmal zum Terrazino zurück, werden dann nochmal Narkosemittel reinschmeißen und fliegen dann zum Rex. Den Rex habe ich schon mal markiert, ist ein Level 135er Weibchen. Ist jetzt auch mal egal, was das Weibchen für Werte hat. Das Weibchen ist momentan für uns am wichtigsten und das nicht, weil es ein Weibchen ist, sondern weil es das höchste Level hat von den Rexen, die momentan hier auf der Insel rumlaufen. Weil so können wir auf jeden Fall auch noch einen zweiten Dino mit reinpaaren, um dann das höchste Level rauszubekommen. Also wir können das Level angleichen, auch wenn wir einen zweiten Rex mit Level 125 eben gezähmt haben. Aber Hauptsache, wir kommen eben Richtung Boss und da haben wir ja, glaube ich, alle Bock drauf, dass wir mal die Brutmutter so ein bisschen zerkloppen in der alten Höhle. Und ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, dass wir uns nur Rexe zähmen werden. Die versuchen wir dann hochzuleveln, damit wir damit alle Bosse machen können. Um diese dann eben auch in der Tech-Höhle zu benutzen, weil in die Tech-Höhle können wir auf jeden Fall auch eben mit Dinos reingehen und das würde ja Sinn machen, dass wir die Dinos mitnehmen, die dann eben schon sehr, sehr viel gelevelt haben. So ersparen wir uns auf jeden Fall einiges an Arbeit, weil wir stellen uns jetzt mal vor, wir würden uns erst Megatherien zähmen, dann Terrazinos und dann noch Rexe und würden die alle einmal leveln, damit wir die halt auf einem vernünftigen Level haben, damit wir wirklich auch immer den Alpha-Boss legen können. Das würde einfach sehr, sehr lange dauern, deswegen setze ich jetzt einfach mal auf Rexe, auch wenn sie für den Drachen zum Beispiel nicht ganz optimal sind. Und wenn wir schon beim Thema Rex-Sattel sind, wir müssen da auf jeden Fall noch einen besseren Sattel finden, der viel, viel mehr Rüstung gibt als den, den wir jetzt haben. Denn damit wird das, glaube ich, nicht so viel dann später bei den Bossen. Aber schauen wir mal. 31% und fast bei 50% Bewusstlosigkeit. Das geht echt viel zu schnell runter. Ich drücke einfach nochmal ein bisschen Narko hinterher und dann gehen wir nochmal rüber zum Rexy. Vielleicht schaffen wir das, den einmal eben schnell zu legen, da ein bisschen Primeat reinzupacken und dann wieder zurückzukommen. Wäre ja wünschenswert, weil Terrazinos generell Pflanzenfresser dauern immer extrem lange. Das juckt diesen Rex einfach gar nicht. Er läuft einfach immer weiter weg. Anderes Problem ist halt tatsächlich auch, dass er sich hier mit allem und jedem anlegt. Das ist nicht so gut. Er muss natürlich dafür sorgen, dass er am Leben bleibt hier. So, der hat sich jetzt mal weggesnackt. Sehr gut. Also der Terrazino, der wird sowas von weg sein. Jetzt haben wir ihn endlich mal so, wie wir ihn wollen. Jetzt können wir schön viele Pfeile reinsetzen. Da kann er so viel brüllen, wie er will. Wir müssen nur aufpassen, wenn er wegrennt, dass er nicht ins Wasser läuft. Holy, was geht denn ab? Verdammt, oh, Alter. Der hat aber noch... Boah, wie bin ich gerade erschrocken, als der auf einmal hochkommt. Ich schieße da ganz in Ruhe. Der haut, glaube ich, gerade schon ab oder er baitet gerade nur. Weg vom Wasser, weg vom Wasser. Der blöde Agi, weil der jetzt halt so über Wasser rumschwebt, kann ich jetzt nicht so viel machen. Also, wenn der Rex noch irgendwas machen sollte. Ja, ja. Sehr schön. Der Moment der Wahrheit ist da und der Terzi liegt noch. Oh, wir haben Glück. Schnell, 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 schnell. Ran ans Inventar. Die Bewusstlosigkeit ist sogar noch sehr gut. Sauber. Wir drücken ihn nochmal hoch. Es ist verhältnismäßig total, ne? Unverhältnismäßig, was ich hier mache. Und dann gucken wir jetzt mal nach dem anderen Rex. Auch hier muss man sagen, kompletter Durchschnitt und da werde ich auch so lange züchten, bis ich alle Werte vom Level 135er habe. Ich laufe jetzt einfach mal hier ganz locker hinterher. Wenn er Stress will, wird er eh erst einmal brüllen. Sag ich ja. Der hat ja, wo ist mein Agi? Nein, 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 Agi, 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 Agi. Hier, 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 hier. Da wurde es nochmal kurz knapp. Nein, nicht darunter, nicht darunter, nicht darunter. Tu es nicht. Dein Leben hat noch einen Sinn. Du kannst mir dienen und wir besiegen die Brutmutter und alle anderen Sachen. Nein! Bleib hier oben, da unten ist Wasser. Nur noch 9 Schüsse. Die müssen jetzt, er muss jetzt mal fallen langsam. Tu dir einen Gefallen. Fall um. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht. Ein Schuss noch und dann liegt er. Ja, 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 ja. Er fällt. So, ich habe mal alle Dinos, die wir heute gezähmt haben, zusammengebracht. Der Rex hat auf jeden Fall mega coole Farben. Das giftige Grün kommt auch mega cool. Und der Rex hat auch gute Farben. Also werden unsere Rexe auf jeden Fall schon mal cool aussehen. Auch ohne zusätzliche Mutation. Ich werde jetzt an dieser Stelle mal die Folge beenden. Wir haben soweit alles, was wir brauchen, um jetzt den Bossfight vorzubereiten. Und das werde ich auf jeden Fall auch tun. Wir brauchen jetzt diese Suchmod nicht mehr, damit wir irgendwie Dinos finden, die wir benötigen. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr cool. Ich
muss noch ein bisschen farmen, damit wir Klimaanlagen haben und damit wir dann tatsächlich züchten können. Werden wir aber auf jeden Fall alles machen. Das heißt, es geht jetzt nach diesen zwei Folgen flauter auf jeden Fall auch mit schnellen Schritten auf den ersten Bossfight zu. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt und ich hoffe, dass vor allem die Rexer ausreichen werden, um auch die Alpha-Brutmutter zu besiegen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.